Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Folge 226? 24? Nee, haut nicht hin. 28. Ja. 228. Sag ich doch. Meine Rede. Fertig zum Losfahren. Demnächst rechts ab. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da ist ja wieder die Brücke. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Gerät nimmt. Ha, mich voll überholt. Gut, wäre noch ein bisschen illegal, wenn es einmal Straße war, aber hey! Das sind die Dials! Geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber hier waren wir bereits. Achso, das war hier das Stück, was wir schon mal. Ja, genau, auf dem Stück hier waren wir schon. Naja. Oh, Gleiter. Warum fährt da kein Zug lang? Schnell, wir wollen einen Zug. Ihr Schweine. Okay, lass uns eine neue Route finden. We'll be right back.
Wie soll ich solche Sachen sogar was? So fromm da rein optischen.
So, dann können wir hier mal wieder reinfahren. Tanken brauchen wir nicht, aber... Oh, VW Golf, oder? Ah, nee. Oh, das ist aber eine Geheimroute. Da wollen wir doch der Route direkt mal folgen, gell? Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt da... Obwohl, hier ist genug Platz zum Wenden. Bei dem Haus. Achso, das war sogar keine Route. Ich sehe gar nicht den Verkehr. Der Leuchtspiegel. Und hier übrigens das mit denen, dass es im Tunnel so hell ist, weil der Schatten nur bis hinten reicht. Das soll aber auch gefixt worden sein in der 1.50er. Nennt sich dann Foreshadows, also halt weiter Schatten. Und jetzt implementiert. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das genau wird. Muss ich hier reinfahren? Ja. Ich kann hinten gar nicht wenden. Ja, das wird ja spaßig. Ha! Wow! Oh, Straßenbahn! Die guten alten Tatra! Da hinten war der Dubstep, Alter. Yo, wir sind übrigens vor. Ich hab dann muss ich irgendwie wieder aufkommen. Ich könnte einfach hier runterfahren. Oh, jetzt habe ich das an der Altverwandt ist.
Yay! Woohoo! Ein guter LKW. Doink. Kann ich wieder hochfahren? Was hochfahren? Voll witzig, wie meine die Dinger hier da im Hänger so drin sind. Guck ich mal den Fahrer an. Jetzt ich checke schon K.O.-Technik. Ah, ich glaube, wir machen mal Pause nach der Folge. Ah. So. Also, dass ich bestimmt gespeichert, was ich gemacht habe, ne? Hallo. Ja. Ist farbig. Gut. Eigentlich hätten wir von der Position noch auch aus gleich gucken, ob wir hier ein schönes Foto bekommen. Wir stehen zwar falsch rum, aber trotzdem, vielleicht, wenn wir uns mal hier oben hinstellen. Ungefähr so. Kennt man auch bestimmt. Naja, ah, so Grünzeug hier. Ah, mit mir komme ich weiter rauf. Ja, nee, das wird schwierig. Kletterfotograf. Wisst ihr was? Ich mach mal was. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch rückwärts rausfahren. Ja, wäre jetzt nicht das Problem. Nee, überhaupt nicht das Problem. Von daher mache ich mal. Ah, wisst ihr was? Komm. Ich wollte gerade cheaten, aber dafür würden bestimmt wieder manche Leute hängen. Also fahre ich ganz legit raus. So, eieiei, nicht so schnell hier. Ich kann voll legit rausfahren. 380 km/h. So, jetzt aber hier. Schön dachte. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich da unten wenden kann. Aber ich würde nämlich gerne mal da rückwärts reinfahren. Aber ich glaube, das ist so kaum möglich. Immer dieser Reisebus, was ist denn los? Naja. Warum mache ich das jetzt hier? Warum wollte ich das auch unbedingt noch in der Folge machen? Machen die gerade? Man kann ja nirgends verwenden. Ist egal, wie ich mich jetzt hier hinstellen möchte. Weil wir halt immer die ganzen Autos langfahren. Du kannst hier unten einfach nicht wenden. Ergo kannst du da auch nicht rückwärts rauffahren. Ich wollte einfach mal rückwärts rauffahren, um ein schöneres Foto zu machen, aber sehe ich nicht. Fühle ich nicht. Kann man hier eigentlich reinfahren? Neue Route finden. Oh, man kann. Oh, ist aber keine geile Passage. Okay. Oh. Ich glaube, die haben wir einfach nur vergessen abzusperren. Oder? Auch von daneben. Man kann hier tatsächlich doch sogar wenden. Jetzt stehen wir mal wieder so rum. Hat mir jetzt genau gar nichts gebracht. Was mache ich hier gerade? Dach, Leute!
doch bekloppt. Ah, schon wieder 32. Nee, komm, machen wir diese Folge. Das wird zu blöd. Wir haben uns ein Foto davon, Rest ist egal. Hat es vorgehabt, wie gesagt, den LKW umzudrehen und dann nochmal ein Foto zu machen, aber ist den Aufwand nicht wert. Vor allem, wie gesagt, du kannst dich halt nirgendwo, ich müsste komplett da runterfahren, um da unten irgendwie zu wenden oder sowas. Weil vom Platz her könnte man da wunderbar wenden, aber nicht, wenn die ganze Zeit irgendwelche Autos kommen und die halt nicht für einen stehen bleiben, sondern wirklich bis auf den Meter rauffahren und sobald du dich auch ein bisschen bewegst, die noch weiter rauffahren. Also, ja, ist so leider nicht machbar. Nicht, also, den Aufwand nicht wert. Von daher, bis dann.